Zum Thema Selbstinduktion. Wenn man in einer Spule den elektrischen Strom einschaltet, dann steigt der magnetische Fluss in der Spule. Demzufolge fließt in der Spule ein Induktionsstrom. Das besagt das Gesetz von Faraday. Weil dieser Induktionsstrom von der Spule selbst produziert wird, nennt man diesen Vorgang Selbstinduktion. In einem Diagramm IT, das heißt elektrische Stromstärke im Laufe der Zeit, werden wir analysieren, was passiert, wenn man den Strom ein- und wenn man den Strom ausschaltet. Befindet sich in einem Stromkreis keine Spule und man schaltet den Strom ein, so erreicht die Stromstärke I sofort ihren maximalen Wert. Hingegen, wenn sich im Stromkreis eine Spule befindet und man schaltet den Strom ein, passiert Folgendes. Weil die Selbstinduktion in der Spule ihrer Ursache entgegenwirkt, das besagt das Gesetz von Lenz, steigt die Stromstärke I beim Einschalten nur allmählich an bis zu ihrem maximalen Wert. Wenn man in einem Stromkreis ohne Spule den Strom abschaltet, so fällt die Stromstärke sofort auf Null. Hingegen, wenn sich in dem Stromkreis eine Spule befindet, so fällt die Stromstärke I nur allmählich bis zum Wert 0. Innerhalb einer Spule berechnet man die magnetische Feldstärke B durch μ, die Permeabilität vom Spulenkern, mal I, die Stromstärke, mal N, die Anzahl Windungen der Spule, geteilt durch L, das ist diese Länge von der Spule. Der magnetische Fluss in der Spule, Phi, wird berechnet durch B mal A, wo A der Flächeninhalt vom Querschnitt der Spule ist. Wir kombinieren diese zwei Formeln und finden so, dass Phi gleich ist zu μ mal INA geteilt durch L. Die induzierte Spannung in der Spule berechnen wir durch minus N mal Delta Phi geteilt durch Delta T. Delta Phi ist die Variation vom magnetischen Fluss in der Spule. Das ist also die Variation von diesem Produkt. Das Einzige, was da variiert, das ist die Stromstärke I. μ, N, A und L hängen nur von der Spule ab und variieren nicht. Also können wir Delta Phi ersetzen durch μ, N, A auf L mal Delta I. Hier haben wir N mal N, das macht N im Quadrat. Somit sehen wir, die induzierte Spannung ist gleich zu minus diesem Produkt, das nur von der Spule abhängt, mal Delta I geteilt durch Delta T. Diesen Faktor μn2a auf L, der nur von der Spule abhängt, den bezeichnen wir mit einem großen runden L und nennen ihn die Induktivität der Spule. Diese Induktivität groß L drücken wir in Henry aus, großes H, zu Ehren des US-amerikanischen Physikers Joseph Henry. Und jetzt sehen wir, dass die induzierte Spannung in einer Spule berechnet werden kann durch minus die Induktivität großes rundes L mal Delta I geteilt durch Delta T. Also so.